Bewegung, in dieser Trappbewegung, dann auch in der Traversale, dieses Beibehalten des Taktes, was eigentlich sehr, sehr schwierig ist für Pferde. Das geht schon ganz schön stramm auf die Beine, auf die Gliedmaßen, weil diese Pferde eine Scherbewegung machen müssen. Eine ganz sorgfältige Vorbereitung dieser Lektion ist natürlich notwendig. Die klassischen Lektionen dafür sind die Schulter hereinarbeiten, auch hier wieder immer wieder dieses taktmäßige nach vorne pusten. Und wenn Annabelle einen klein wenig fordert, wird er sofort aus der Hinterhand etwas mehr bergauf marschieren. So, nochmal Travelgarde dann rechts. Auch hier dieses Einleiten, Stellung, Bewegung, Hinterhand mitgenommen und das gleichmäßige Seitwärtspusten. Auch hier muss man immer wieder daran denken, dass es sehr anstrengend ist für ein Pferd. Aber wir wissen, dass geradezu die Trakehna, gerade auch dieses Blut, nicht nachgibt. Sondern diese Pferde brauchen unglaublich viel Verständnis für ihren Charakter, für ihre Leistungswillen. Wenn man den einmal bricht, hat man natürlich verloren. Aus dieser hohen Versammlung in diesem fleißigen Schritt, dieser Schritt immer im Viertakt, immer raumgreifend nach vorne. Sie sehen hier sehr weit überfußig und Sie wissen, dass der Schritt in der Dressurprüfung bis zur schweren Klasse oder Grand Prix doppelt gezählt werden. So wie auch dann der Versammlung. Lässt sie gehen und dann lässt sie einfach mal die Hand vor, um das zu demonstrieren. So, er bleibt dort, aber er bleibt auch ruhig und schon treibt sie wieder von dem Schenkel von hinten nach vorne in die Hand, um etwas mehr Kadenz, etwas mehr Impuls zu bekommen. Für jede Lektion braucht das Pferd einen Impuls aus der Hinterhand. Das Bewegungszentrum, das wichtigste oder der wichtigste Teil überhaupt im Pferd. So, Rhythmus weiter, so genau. Da hatten wir also im letzten Jahr noch ziemlich keine Schwierigkeiten, aber das Pferd war einfach in der Entwicklung noch nicht so weit. Jawohl. Immer ruhiger Takt, eine gute Verbindung zum Maul und immer wieder auch eine gute Anlehnung, die ein gerade gerichtetes Pferd gewährleistet. Sehr schön. Sie sehen auch hier, wenn Sie ihn mal ein bisschen zurücknehmen, wir beginnen da sind und wir müssen ihn immer noch ein bisschen im Vorwärts arbeiten, damit auch der Impuls nach vorne gegeben ist. Gut. Du bist gut, ganz vorsichtig, so ruhig. Gar nicht zu viel. So ist gut. Sehr gut. Es kommt immer darauf an, dass die Pferde aus der Hinterhand füßen. Piaffe, da sind wir noch nicht so weit. Wenn wir also das Tempo zurücknehmen, dann hält er noch nicht immer so den Impuls nach vorne. Das war schon okay. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Pferd noch sehr jung ist. Das ist jetzt 8 Jahre. Und jetzt wieder Schritt bedienen. Jetzt ruhen und die Hand vor und gehen lassen. So, hier geht es sofort hier. Gut. So, wir haben im letzten Jahr konnten wir feststellen, dass wir dann mit Mühe und Not einen guten fliegenden Wechsel hinbekommen haben. Und auch eine kontinuierliche Arbeit in der Galoppverbesserung auch hat dazu geführt, dass er also wirklich sehr billig seine Wechselspuren springt. Gut. Das war sehr schön. Gut so. Ja, das war also ein paar Tempo. Oh, sehr schön. Sehr gut. Jawohl, auch hier wieder dieses frische nach vorne hin arbeiten. So drei und danach kannst du mal ganz kurz eine Pirouette machen. Danach den Dreier wechseln und einfach nach vorne ziehen lassen. So. Jawohl, sehr ruhig, immer sehr schön geradeaus, sehr gut. So, jetzt würde ich dann mal auf den Zettel gehen und ein wenig Pirouettenarbeit machen und danach wieder eine Ruhepause. Es ist so wichtig, nach solchen Lektionen den Pferd die Freude an Lektionen zu erhalten und sie dann in eine Ruhepause gehen zu lassen für nur ein paar Meter oder für ein paar Minuten. So, langsam dieses Setzen des Pferdes, sehr vorbildlich, sehr gut. Gut, okay, gut. So, noch die Zweierwechsel. So. Gut. Na gut. So.
Computer, legst einfach die Einerwechsel hinterher. Und mal schauen, wie er das annimmt. Verschwunden. So, dann unterbrichst du bitte mal jetzt wieder. Okay, gut, vorwärts, vorwärts, wieder Schwungbogen, genau das. So, und jetzt gehst du noch einmal eine Diagonale, weil das mal richtig vorwärts, wie so ein Trapezer laufen kann. Und dann machst du nochmal die Diagonale mit einer und jetzt vorwärts kommen. So. So, genau. Und halten, und schneller werden. So, genau. So, sehr gut. Da brauchst du auch gar nicht mehr. Sehr schön. Gute Loben. Und jetzt machen wir mal die Pirouette nach links. So, links. Alles muss seinen Ablauf haben. Immer auch bei einer Stunde vor sich. Warten, warten, warten. So, so. Da muss ich immer, wenn der sich setzen kann, ist das schon enorm. Gut. Gut, sehr gut. Jawohl, sehr gut. Und weg wieder Schwungbogen, ganz genau. Okay, gut. Dann gibt es eine Pause, Kraft durchkommen. Und dann geht es auf den Zirkel, lässt mal die Zügelasse ankommen. Versuchen Sie mal vorwärts, abwärts zu reiten, zu entspannen. Das hat dann mehrere Seiten. Einmal, dass sich das Pferd entspannt, Vertrauen für diese Bewegung bekommt. Und Vertrauen zu weiteren. So, sehr gut. Das müssen wir ungefähr machen. Das heißt, eine Vorwärts-Abwärts-Dehnung, ein offenes Genick, kein Rollkurartiges Reiten, sondern ein offenes Genick und kein Strahlen und aus Spannung erzeugte Tritte. Das ist das, was man dann in der klassischen Reiterei haben will. So, und dann nochmal eine schöne, erhabene Trabtour. So. So, aus diesem Mal und bleiben wir nicht zulegen. So, die Arme weiten sollte da mal ein bisschen so. Es muss nicht mehr loslassen. So. Das ist sehr gut. Okay. So, dann kannst du dann von oben, normal durch die Bahn wechseln, von oben dann runter passagieren. Und dann die Hände runter gehen lassen. So ist gut. Und wenn wir uns dann im nächsten Jahr wiedersehen, denke ich mal, ein Feierabend! Lassen Sie mir noch ein letztes Wort und ein Dank an alle Pferdebesitzer richten. Das sind unsere Sponsoren für den Dressursport. Nicht nur dafür, auch für den Springsport, wie seid ihr vielleicht dort. Denn die Besitzer werden am wenigsten genannt. Die tragen ein großes Risiko, stellen uns wertvolle Güter zur Verfügung. Und wir sind als Ausbilder und Pferdeleute verpflichtet, mit diesem wertvollen Gut auch gut umzugehen. Auch vielen Dank, besonders an die Familie Erzig, die uneigennützig dieses Pferd uns zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank auch an Sie. So, meine Damen und Herren, wir erwarten den nächsten Mittwoch, mussten leider auf Verlagerfeld verzichten. Maria Rena hat sich verletzt vor Ort, daher fällt gerade aus. Aber ein Hengst, den Sie seit langem Jahren kennen.